Geschossflächenzahl oder GFZ bei Immobilien? Zulässige Grundfläche berechnen. Was ist die GFZ und wofür steht sie und wie berechne ich die zulässige Grundfläche meiner Immobilie? Die Geschossflächenzahl oder GFZ ist ein wichtiger Faktor bei der Wertermittlung einer Immobilie. GRZ gilt auch für die GFZ. Je höher der Wert, desto größer der Wert der Immobilie. Was die Geschossflächenzahl genau ist und wie Sie die Geschossflächenzahl bei Immobilien berechnen, erfahren Sie im heutigen Video. Hallo, mein Name ist Lars von der IONOS GmbH. Wir sind Immobilienberater und Dienstleister und stellen uns in diesem Video wieder Ihren Fragen rund um das Thema Immobilien. Und falls Ihnen dieses Video gefällt, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben. Das hilft uns enorm weiter und hilft vor allem auch Leuten wie Ihnen, genau dieses Video zu finden. Falls Sie sich für weitere Themen rund um das Thema Immobilien interessieren, abonnieren Sie gerne unseren Kanal hier. Dann verpassen Sie keines unserer Videos mehr und werden informiert, falls wir ein neues veröffentlichen. Sie haben sich schon immer gefragt, wie viel Ihr Haus oder Ihre Wohnung eigentlich wert ist. Lassen Sie Ihre Immobilie jetzt kostenfrei und unverbindlich von IONOS bewerten. Den Link zur kostenfreien Immobilienbewertung finden Sie unten in der Videobeschreibung. Also, die GFZ. Was ist die Geschossflächenzahl eigentlich und wofür steht sie? Die Geschossflächenzahl, kurz GFZ, ist neben der Grundflächenzahl, auch GRZ genannt, einer der wichtigsten Faktoren bei der Berechnung der zulässigen Grundfläche eines Grundstücks. Also ein wichtiger Faktor, wenn es um die Bebauung eines Grundstücks geht. Die Geschossflächenzahl ist außerdem ein wichtiger Faktor bei der Wertermittlung eines Grundstücks. Denn je größer die GFZ ist, desto größer ist auch die Chance, einen hohen Verkaufswert bei dem Verkauf eines Grundstücks zu erzielen. Die Geschossflächenzahl bestimmt, wie hoch das Verhältnis der gesamten Fläche aller Vollgeschosse zur Gesamtfläche des Grundstücks sein darf. Sie verrät also, wie viel Quadratmeter Geschossfläche, also auf die verschiedenen Geschosse verteilt, pro Quadratmeter Grundstücksfläche gebaut werden darf. Dabei ist aber zu beachten, dass die Geschossflächenzahl keine Auskunft darüber gibt, wie hoch die Anzahl der Stockwerke eines Hauses sein darf. Also hier geht es nur um die Fläche und nicht um die Anzahl der Geschosse. Die maximale Anzahl an Vollgeschossen steht manchmal separat im Bebauungsplan der Gemeinde. Ein festgeschriebener Wert, der im jeweiligen Bebauungsplan der Gemeinde festgehalten wird. Und in den meisten Fällen wird diese Geschossflächenzahl für ganze Baugebiete festgelegt, weniger für einzelne Baugrundstücke oder Gebäudeanteile. Die GFZ wird dabei meistens als Höchstwert angegeben, das heißt, sie darf nicht überschritten werden, aber unterschreiten darf man diese aber natürlich. Genau wie die Grundflächenzahl, die GRZ, wird die GFZ auch als Dezimalwert angegeben. Bei den meisten Neubauten liegt die maximale Geschossflächenzahl zwischen einem Wert von 1,0 oder 1,2. Bei Hochhäusern kann dann die GFZ, wie Sie sich vorstellen können, deutlich höher liegen. Was würde eine GFZ von 1,2 bedeuten? Eine Geschossflächenzahl von 1,2 beispielsweise würde bedeuten, dass auf einem Grundstück von 1000 Quadratmeter Größe maximal 1200 Quadratmeter Bruttogeschossfläche errichtet werden können. Das hieß also, es könnte mehr Fläche errichtet werden über die verschiedenen Geschosse verteilt, als Gesamtfläche auf dem Grundstück vorhanden ist. Wie mache ich eine Berechnung der Geschossflächenzahl? Um die Geschossflächenzahl zu berechnen, wird die Summe aller Vollgeschossflächen, also die Geschossfläche, in Relation zur Gesamtgröße des Grundstücks gesetzt. Der Wert, der sich dann aus dieser Rechnung ergibt, kann dann verglichen werden mit dem GFZ-Wert, der in dem Bebauungsplan von der Gemeinde festgeschrieben wurde. Rechnen wir das Ganze mal in einem kurzen Beispiel durch. Um die Geschossflächenzahl GFZ zu berechnen, gilt folgende Faustformel. Grundstücksgröße mal Geschossflächenzahl gleich zulässige Gesamtgeschossfläche. Wenn die GFZ für ein zum Beispiel 600 Quadratmeter großes Grundstück beispielsweise 0,5 beträgt, sieht die Rechnung wie folgt aus. 600 Quadratmeter Grundstücksfläche mal 0,5 GFZ gleich 300 Quadratmeter zulässige Gesamtgeschossfläche. Auf dem Grundstück könnte also ein Haus errichtet werden, dessen gesamte Bruttogeschossfläche über die Stockwerke verteilt 300 Quadratmeter beträgt. Es könnten hier also zum Beispiel zwei Stockwerke mit je 150 Quadratmeter errichtet werden oder falls das je nach Bebauungsplan möglich ist, auch drei Stockwerke mit je 100 Quadratmeter. Je nach individuellem Fall gibt es natürlich auch bei der GFZ, also der Geschossflächenzahl, wieder verschiedene Möglichkeiten, Besonderheiten oder Ausnahmen, die es zu beachten gilt. Falls Sie Fragen rund um Ihre Immobilie haben oder einen besonderen Fall mit der GFZ haben, dann kommen Sie gerne auf uns zu, wir beraten Sie gern. Schauen Sie sich in jedem Fall auch unser Video zur Grundflächenzahl, zur GRZ an. Das gibt nochmal deutlich mehr Aufschluss auch in diesem Kontext. Falls dieses Video hilfreich für Sie war, geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben und teilen Sie das Video.
Das hilft uns enorm weiter und hilft vor allem auch anderen Leuten wie Ihnen, genau dieses Video zu finden. Falls Sie sich für weitere Videos rund um das Thema Immobilien interessieren, abonnieren Sie gerne unseren Kanal hier. Dann verpassen Sie keins unserer Videos mehr und werden informiert, wenn wir ein neues veröffentlichen. Sie haben sich schon immer gefragt, wie viel Ihr Haus oder Ihre Wohnung eigentlich wert ist? Lassen Sie Ihre Immobilie jetzt kostenfrei und unverbindlich von IONOS bewerten. Den Link zur kostenlosen Immobilienbewertung finden Sie unten in der Videobeschreibung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihr Team von IONOS.